So, hi, hier ist der Domi und heute spiele ich in ein, in Anführungszeichen, neues Projekt. Ihr seht, das ist von Konami, ich spanne euch jetzt hier noch nicht auf die Folter. Das ist eigentlich nur ein anderer Teil von Parodius, namens Sexy Parodius. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der wirklich arg länger dauert als der andere Teil. Wahrscheinlich auch nur 4 Teile, keine Ahnung. Perverses Schwein, ein Krokodil. Naja, ich hoffe mal, dass der jetzt in Sachen Madness und was weiß ich was, Irrsinn, jetzt auch wie sein Vorgänger, oder ich weiß nicht, ist es sein Vorgänger, sein wird. Genau. Ich habe nur die erste Level gespielt, um halt mich halt mal ein bisschen rein zu zocken. Der Pinguin ist so toll! Und... ja. Sexy Parodius halt, ne? Und ich möchte mich jetzt da ein bisschen mal überraschen lassen. Mal gucken, wie es wird. Wie gesagt, ich habe die erste Level gespielt, wieder halt gameplay-technisch reinkommen. Es zockt sich eigentlich genauso wie das andere. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, ist, dass, hey, dass er sich, dass ich jetzt nicht so einen großen Save-State-Abuse machen muss. Weil wenn man stirbt, dann spawnt man bei irgendeinem Checkpoint wieder. Und leider gibt's meinen Pinguin nicht mehr. Aber diesen grünen Pinguin da, der schaut auch ganz witzig aus. Oder ich nehme die Sau. Mal gucken. Nee, das jedenfalls nicht. Ivan war der andere Pinguin, ne? Genau, entweder ich nehme den Ivan oder den Michael. Die Sau. Der hat aber auch irgendwas. Ich glaube, ich nehme die Sau diesmal. Michael! Auto! So. Gekritzel, dass ich nicht lesen kann. Korn Shiva. Och, ich finde das sau cool. Ach, ist das nicht friedlich? Schöne Schafe. Füchse! Aha. Wie gesagt, die erste Level habe ich gespielt. Bis zum Boss. Und dann wird's wieder blind. Ich habe keine Ahnung, was die Sau kann. Was zum Teufel? Oh, sind wir jetzt in Bayern? Der Pfundi. Ja, ich habe vorhin. Ich glaube, das ist ein Raumschiff gehabt, aber ich glaube auch nur, weil die Zeit ausgelaufen ist. Oh mein Gott, Milch! Da kommen Kühe raus! Ja. So viel zum... Ja. Wuhu! Stirb, Hund! Ein Schwein, ein Engelschwein tötet dich! Ja, tot! Ich glaube, das... Die! Wenn ich mich ein bisschen verkratzt anhöre, dann liegt es daran, dass ich erkältet bin, ein klein wenig. Ich war am Donnerstag mit der Invincible noch unterwegs und da habe ich mich scheinbar etwas verkühlt. Aber mittlerweile nach... was ist heute für ein Tag? Egal. Oder war es Donnerstag? Kann ich gar nicht mehr erinnern. Ja, auf jeden Fall geht's mir wieder besser ein bisschen. Komm her, du Glocke. Piep! Fliegende Maiskolben. Ohne Kräuterbutter. Aber ich mag Maiskolben noch nur mit Kräuterbutter. Ja, Schwein, reg dich auf. Die Frau regt sich auch gerade auf. Das war jetzt schon wieder böse. Gut, dass ihr das nicht sieht. Drei Frauen. Ich hab wieder meine gemeine Phase, hey. Grüß Gott! Please die! So, nach diesem sexy Maiskolben hier, der mit Popcorn schießt, yeah, ist es blind, wenigstens sehe ich jetzt hier eine Lebensanzeige. Ah. Nein, 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 nein! Ja, wenigstens kann man das gut ausweichen. Ja! Hopp, bin fort. Dankeschön.
Gott, Fuchsi! Ja, wie heroisch. Okay. Gekauft. So, die Fukushima Fujiyama. Was weiß ich, was da stand. Mission 2. Ich soll scheinbar... Also jetzt wird's blind. 300 Drogengesichter einsammeln. Und das lässt sich einrichten. Da sind Badewannen und... mit Frauen drin. Gott, das verwirrt mich jetzt aber. Das Schwein schießt komische Projektile. Diese Badewanne kann man nicht umhauen. Kikubim, was? Eieiei. Jetzt komm her, du scheiß Glocke. Ah. Mal ganz kurz safe. Ah, oh, die Musik ist schon wieder. Like. Nein. Yeah. So lasset man mich in Ruhe. Oh, Lech! Keine gute Idee, da reinzuspringen. Ach du Scheiße, das geht jetzt schon wieder viel zu schnell alles. Uah. Ja. Aua. Fuck. Oh Gott. Alex? Ja! Was zum? Was für ein sexy Kerl. Was soll ich denn? Wie lange dauert die Level denn, dass man da 300 Punkte sammeln muss? Entchen. Nein! Nein! Oh Gott. Irgendwo erkenne ich die Musik. Alter. Das ist schon... Wieso zum Teufel hast du eine Toilette auf dem Kopf? Ich sag dazu einfach mal nichts. Ja, spülen und da kommt rosa Blubberblasen raus. Das sollte ich an meiner Toilette auch mal probieren. War das gerade ein Hintern mit einem Tanga? Das schaut so aus. Ui! Bäh. Also, das ist passiert, wenn man stirbt. Ich drücke einfach auf Start. Und ich nehme wieder meine Sau. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Rest des Spiels bei der Sau. Ja, Kompetenz. Da komme ich jetzt hier raus. Also gleich wieder ein paar Pinguin. Dann hat er noch ein bisschen Zeit, auf dem Klo zu sitzen. Beziehungsweise das Klo auf den Kopf zu tragen. Je nachdem. Ja, wahrscheinlich kriegt man so diese scheiß Nutzen. Speed up! Boah, komm du. Geiles Teil. Eieieiei. So, ich hab jetzt mal den Safe gemacht. Ich hab jetzt da keinen Bock da drauf, aber durchzufliegen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mein Missionsziel, wenn ich woanders in meinem Missionsziel ist, nicht erfülle? Weil ich habe ja keine 300. Was zum Teufel? Münzen? Drogengesichter? Je nachdem. Tschüss! Die Toilette ist explodiert. Mission incomplete. Tschüss! Ich wurde im Klo runtergespült. Kühlschrank weg, weil Maus? Irgendwie sowas? Och Gottchen, ich habe einen Regenschirm auf meinem heiligen Schein, das ist ja schön. Was zum Teufel? Maus! Kikubim! Was ist Kikubim? Ein Lichtschwert mit einem Schweinegriff. Die! Das ist cool, das Teil. Shoot! Achso, ja. Ich bin ja schon dabei. LOL. Mausritter. Oh Gott, jetzt sind die knuffig. Gott, jetzt sind die nervig. Boah!
Ah, ihr habt keine Chance. Oh! Oh Gott sei Dank bin ich groß. So, das war's mit dem Großsein. Das könnte ich sogar ja schon mal schaffen. Ah. Schaffe ich das? Ach, wurscht. Nee. Die! Keinen Sinn wegzurennen. Ich will die Fledermäuse nicht. Wir rein den normalen Dealer. Dieses Radio oder was das war. Was ist das? Was zum. Was war denn das für eine? Ich möchte groß werden, bitte. Danke. Hilfe! Die ganze Mausfamilie. Stirbt! Stirbt, genau. Sterbt, meinte ich. Schon wieder nicht geschafft. Das müssen wir wahrscheinlich wirklich auch ein paar Mal machen. Grüß dich, ich nehme an, du bist der Boss. Hübsches Haar! Oh! Lass mal du. Oh! Stöhn für mich! Ah. Ah. Nein, 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 nein! Vergiss es! Böse Medusa! Ah. Nein, 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 nein! Verdammt! Darf ich gleich bei ihr anfangen? Oder bin ich mit woanders? Ja, ich kenn's. War das da? Ja, ja, es war schon da. Ich dachte schon. Ja, so. Jetzt aber machen wir mal ein kurzes Save davor. Na? So. Ja, Yorkshire Pudding oder was immer du noch da sagst. Diesmal hilft dir dein Stöhnen auch nichts. Ich finde das nur nicht wirklich nett mit dem Lähmen. So, Halbzeit. Nervt. So, das ist schon mal ganz praktisch. Da unten. Ja. Oh Gott. Oh je. So und so. Ja, pust lieber deine komischen Dinger da weg. Hä? Titties! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schön. Du bist doch gleich im Anus. Das reicht noch, oder? Mi. Gott. Doch, haha. Tut mir leid. Die Schlange könnte schon lustig aus. So, ich weiß, ich hab's nicht geschafft, dass ich blöd bin und bäm, schlecht und. Ja, hübsch. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit damit, was zum Teufel? Der Daniel! Ich will jetzt nicht die ganze Zeit damit verschwenden. In dem Level da rumzugurken. Ja, wie dem auch sei, das müsste für einen Part eigentlich reichen. Ja, die nächsten kommen. Bis jetzt ist das Spiel eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Na gut, dann sehen wir uns bald. Der Tommy sagt, adios.